Mit dem Facade Signet könnt ihr bestimmte Gegenstände anprojizieren oder Hauswände und Fassaden. Wenn ihr das öffnet, seht ihr hier vor euch das Programm. Ein neues Programm öffnet ihr, indem ihr auf Neu klickt. Dann öffnet sich der Player, steht dann Player starten. Hier seht ihr den Player im Hintergrund, seht ihr dieses schwarze Fenster. Da könnt ihr dann eure Bilder und Videos reinziehen. Wenn ihr dann unten links auf X-Ray klickt, neben dem schwarzen kleinen Feld, dann seid ihr in dem Bearbeitungsmodus, wo ihr neue Quadrate hinzufügen könnt. Klickt ihr auf A, könnt ihr neue Quadrate eben hinzufügen. Wenn ihr jetzt einen Rechtsklick auf das Quadrat drauf macht, dann entstehen eben diese vier Punkte drumherum. Dann könnt ihr daran das Quadrat größer oder kleiner ziehen. Wenn ihr jetzt nochmal auf die rechte Maustaste draufklickt, dann bildet sich so ein weißer Rahmen, das blinkt dann. Dann könnt ihr das Quadrat verschieben. Wollt ihr jetzt das eine Quadrat hinter das andere zum Beispiel haben, dann könnt ihr einfach mit dem Mausrädchen drehen. Und dann liegt es entweder hinten dran oder vorne. Wenn ihr auf H drückt, steht auch oben in der Leiste bei Help, dann öffnet sich ein neues Fenster, wo ihr alle Kürzel seht, was ihr alles machen könnt. Oben rechts seht ihr die Schaltfläche Oberflächen. Da könnt ihr jetzt quasi die Bilder auf diese Quadrate reinziehen oder sogar Videos. Wenn ihr dann bei S0, S1, S2, das sind die Zahlen in diesen blauen Kästen, hinten dran auf diesen kleinen Pfeil klickt, könnt ihr hier eigene Bilder und Videos hochladen. Wenn ihr jetzt das Häkchen bei dem X-Ray wieder rausnehmt, dann seid ihr in dem Modus, wie es dann später auch aussehen wird, also nicht mehr im Bearbeitungsmodus. Was hier auch ziemlich cool ist, ihr könnt eine Maskierung auf das Bild drauflegen. Das heißt, ihr könnt dass von dem Bild zum Beispiel nur ein Herzchen oder irgendein Symbol angezeigt wird. Genau, dazu klickt ihr hinten rechts auf dieses Symbol Maskieren hinter dem Bild, wo ihr das drauf haben wollt. Hier könnt ihr auch eigene Sachen hochladen. Also es gibt eben diese Kreise, die Quadrate, aber durch Hochladen könnt ihr auch eigene Muster hochladen. Ich habe jetzt hier eine Elfe hochgeladen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, klickt ihr dann auf Bewerben. So, und wie ihr jetzt oben links seht, bei diesem blauen Muster ist jetzt diese Elfe drauf. Ihr könnt aber natürlich auch das einstellen, dass die Bilder sich ändern. Dazu legt ihr eine neue Queue an. Das macht ihr hier da steht ja einmal Set, Z1, darunter Queue. Und da könnt ihr eben eine Queue hinzufügen, die zweite. Hier könnt ihr dann wie gewohnt, wie vorhin bei der Q1 auch, neue Bilder reinfügen und auch eventuell andere Maskierungen benutzen. Genau, wenn ihr jetzt auf dieses Play hinter der Q2 drückt, dann seht ihr eure Q2. Ihr könnt auch noch die Zeiten einstellen. Das heißt, ihr könnt einstellen, dass zum Beispiel dieser Tannenbaum oben links sofort kommt und die Wolke, dass sie zum Beispiel erst nach 2 Sekunden erscheint. Ich habe es jetzt hier mal nach 2 Sekunden gemacht und genau, das letzte Bild habe ich eingestellt, dass es nach 4 Sekunden erscheint. So, und um das jetzt abzuspielen, müsst ihr natürlich den Player erstmal stoppen, oben links, und dann neu abspielen lassen. Dann seht ihr, dass es auch nach 2 und nach 4 Sekunden erst erscheint. So, aber wenn ihr jetzt komplexere Gegenstände anprojizieren wollt, dann müsst ihr das natürlich an dem Gegenstand direkt anpassen und nicht am Computerbildschirm. Dafür schließt ihr erstmal den Beamer an und stoppt das Programm. Anschließend kommt eben diese Frage Player stoppen. Da klickt ihr natürlich auf Projekt speichern und ja. Dann wählt ihr bei den Output-Geräten einmal Vollbild aus. Dann geht ihr auf Desktop erweitern und wählt die 2 aus. Anschließend drückt ihr hinten dran auf dieses Auge. Dann öffnet sich nämlich der Player am Beamer. So, jetzt seid ihr aber nicht in dem X-Ray-Modus, also nicht in dem Bearbeitungsmodus, sondern in dem Modus, wie es euch später angezeigt wird. Hier könnt ihr jetzt wieder, wie gewohnt bei X-Ray, das Häkchen reinsetzen. Dann kommt ihr in euren Bearbeitungsmodus, wo ihr
dann eure Bilder richtig den Gegenständen anpassen könnt. Ich habe das jetzt hier einfach an der Leinwand gemacht und habe jetzt zwei Bilder genommen und die eben auf diese Leinwand projiziert und angepasst. Jetzt könnt ihr wieder das Häkchen in eurem Programm rausnehmen bei X-Ray und seht dann euer Bild, das ihr ausgewählt habt. Bei Lokal findet ihr unten rechts einmal das Set und einmal die Cue. Da könnt ihr auswählen, ob ihr die erste Cue oder die zweite Cue abspielen wollt. Ihr könnt jederzeit, während ihr eben euer Videomapping abspielt, auf die 1 und die 2 klicken und immer hin und her switchen. Und dann seht ihr euer Ergebnis auf eurem Gegenstand. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch.